ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Jump'n'Run Map und zwar 150 plus Level Easy Death Run. Es soll wieder XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie viele XP, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Weil es die XP gibt, ob es die pro Checkpoint gibt, pro abgeschlossene 10 Level, 15 Level, 20 Level. Ob es Easter Eggs gibt, für die es XP gibt oder nicht, ob es überhaupt Easter Eggs gibt, wie abwechslungsreich die Map ist, wie farmfroh, ob sich die Level wiederholen oder nicht. Ansonsten, Mapcode ist in der Videobeschreibung, Standard wie immer. Wenn ihr Maps für mich habt, die ich spielen soll, schreibt mir die Mapcodes in die Videokommentare über die Social Media Links, alles in der Videobeschreibung und in der Kanalinfo. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ohne lang zu schnacken, einmal Spiel starten, denn ich will loslegen. Map Version 62. Und ich kenne die Map tatsächlich schon. Ich weiß nur nicht, wann ich die das letzte Mal gespielt habe. Denn ich habe die sogar schon zweimal gespielt, sehe ich gerade. Dann war es mit meinen Kindern tatsächlich. Trade 100 EP, 100 Gold für XP. Nice, jetzt habe ich einmal Gold bezahlt und habe keine XP bekommen. Da ist ein Bonus-Level. Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, wann ich die Map gespielt habe. Ich weiß nur, ich habe sie noch nicht auf YouTube gebracht, denn... Denn ich habe sie nicht in meinem Ordner mit den Videos, die ich bei YouTube hochgeladen habe, drinne. Und ja, da habe ich jedes Video mit Mapcode beschriftet, von daher weiß ich das. Keine Ahnung, was das gerade hier im Hintergrund für ein Geräusch war. Hat sich angehört wie eine Rakete oder sowas. Auf jeden Fall, erstes Secret. Für die Secrets gibt es keine EP. Man kann klettern, das heißt, man kann auch sprinten. Ja, man kann sprinten. Sehr nice. Ich weiß tatsächlich nicht, wann ich die Map gespielt haben soll. Aber ich glaube, entweder mit meinen Kindern oder mit Darko tatsächlich zusammen. Auf jeden Fall auf YouTube gab es die Map noch nicht. Und genau deswegen werde ich sie jetzt für euch aufnehmen. Söchen. Bis jetzt, ja. Manche Sprünge kennen wir aus anderen Maps. Irgendwie war das klar, dass da was ist. Manche Sprünge kennen wir noch gar nicht. Miau. Leck mir die Füße. Mann, war das knapp. Für die Secrets gibt es keine EP-Belohnung. Ist ein bisschen schade. Hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Lieber Juri, wenn du das siehst, ich spiele deine Map. Gib pro Secret bitte ein paar XP raus. Und das hat keiner gesehen. Hallo? Okay, was steht da? Find a bug. Contact me on Twitter. Okay, die Map scheint also noch nicht ganz bugfrei zu sein.
Ich habe schon den Bug dreimal jetzt gehabt. Nein, Spaß. Ich stelle mich hier gerade einfach nur zu dämlich an. So. Ja, also. Was war das? Also ich würde mir wünschen, für Secrets tatsächlich noch ein paar Bonus-EP zu bekommen. Wäre echt nice. Ich habe tatsächlich auch nicht drauf geachtet, wie viele Secrets es genau geben soll. Wir werden einfach gucken, ob wir noch das ein oder andere finden. Ist Evo heute nicht in Springlaune oder so? Das ist weird. Nein! Oh, jetzt hatte ich es geahnt. Okay, hier kann man aber Tricks, ne? Hehehe. So. 200 EP gab's gerade, ernsthaft. Cool. Okay, bei solchen Wegen müssen wir ja immer schön an die Decke gucken. Da finden wir den richtigen Weg. Bautzkugeln sind immer cool. Ich habe nur keine mehr. So, da sind wir. Okay. Ich hab's geschafft. Hier ist wieder ein Secret. Leider wieder keine Bonus-EP dafür. Ist ein bisschen schade. Aber wir können Gold. Oh, 1400. Oh, geil. Nochmal 1400. Nice. Also da muss ich sagen, da macht die Map tatsächlich richtig Spaß. Und man kann die Map öfter spielen. Bis jetzt rendieren sich die EP tatsächlich, auch wenn es für die Secrets keine gibt. Aber dadurch, dass man die Coins in EP umtauschen kann, ist das richtig geil. Oh, ein bewegliches Teil. Gibt's auch nicht auf jeder Map. Aber wir sind drauf. Was ist das? Ich glaube, der will mich zum Moos zermatschen. Ah, nee, nicht mit mir heute. Ihr habt's gesehen. Es hat gestackt ohne Ende gerade. Sowas mag ich bei solchen Sprüngen halt überhaupt nicht. Und nein, es liegt nicht an mir, sondern an der Map. Ich habe gar nicht Bauen aktiviert. Warum wollte der, dass ich jetzt... Hä? Ist doch sinnlos. Warum soll ich Bauen aktivieren? Okay. Hat's wieder aufgehört. Das war ja gerade mal... ja, gut. No, wisst ihr Bescheid. Ja, ach, come on. Die Map an sich macht richtig Fun. Die macht Lust auf mehr. Aber einige Fallen sind... Wie soll ich sagen? Ja. Scheiße. Nein. Die Map macht Lust auf mehr. Vor allem, da man für das abgegebene Gold schön viele XP bekommt. Und das sind wirklich viel. So viel hätten das gar nicht sein gemusst. Und man kriegt hier auch pro eingesammelte Goldmünze tatsächlich 3 Gold. Das heißt, man kann sehr oft das Gold eintauschen. Ne?
könnte jetzt schon wieder 1400 EP verdienen. Einfach nur das Gold abgeben. Wenn wir wieder in so einen Raum kommen sollten. Ah, okay. Das ist, ja. Schlau gemacht. Low Gravity. Schön, dass es da steht. Kriegt man auch so nicht auf jeder Map gesagt. Aha. Und jetzt? Wir haben es geschafft. Schön. So. Man sollte auch hochklettern. Bitte, liebe Zuschauer, macht das nicht so, wie ich das mache. Come on. Ey, bitte. Please, warum? Jetzt wollte ich klettern und ich habe es halt tatsächlich bis rüber geschafft. Haben wir auch nicht auf jeder Map so ein Run. Aber sowas hier. Da. Secret 6. Nein. Ich habe halt auch vergessen, wie viele Level gibt es auf dieser Map. 200? Come on! Map steht jetzt einfach drin. Man muss halt nur wissen, wann man Sprinten aktiviert. Nö. Ich trade erst beim nächsten Mal Gold. So, hier kann man entweder so springen oder klettern. Ja. Oh, hier trickst sich jetzt tatsächlich ein bisschen. Nein! Nein! Wir machen, wie es gewollt ist. Oh, nächstes Secret. Okay. Ja, für die Secrets, wenn es dafür noch ein paar kleine XP-Sachen geben würde, wäre das echt geil. Dann hätte man auch einen Anreiz, die einzusammeln. Ich frage mich überhaupt, warum sammle ich die ein, wenn es keine XP gibt? Kann mir das einer erklären? Warum bin ich so? Rüberklettern ist hier nichts. Oh nein, Decken fallen. Oh nein, nein. Ich hasse Decken fallen. Okay, das hatten wir so auch noch auf keiner Map. Und dann ist unter Wasser noch ernsthaft eine Falle. Das ist ja gemein. Oh nein, sowas kennen wir schon aus einer anderen Map. Ich mag diese unsichtbaren Teile halt einfach null. Also da wünsche ich mir tatsächlich das Anzeigen der Hitbox. Dass man das irgendwie einstellen kann. So bei Minecraft. Was war denn das? Ich hab's geschafft. Oh, das war knapp. Sowas wünsche ich mir öfters auf ein paar Maps. Wow. Wow! Wow! Was ist denn das? Alter, ist das gemein! Ich weiß, man sollte in den Ring lang springen. Ich mach's lieber oben. Da bin ich auf der sicheren Seite.
Oh, come on, Ike. Mach nicht diesen. Gegen diese Giftfeinde hab ich persönlich gar nichts. Die sind voll easy zu handeln. Aber in manchen Situationen sind die tatsächlich fehl am Platz. Ja. Okay. Okay. Nächstes Secret, das war keine Ahnung welche Nummer. Okay, die Nasen hier drauf, die hätte man irgendwie wegretuschieren können, bestimmt. So. Mich erinnern diese Sprünge gerade an eine andere Map. Aber ich habe diesen Mapcode noch nicht in meinem Ordner drinne. Und der springt vom Kopf nicht ab. Wenn ich sprinten will. Wenn ihr die Map auf meinem Kanal schon gesehen habt, dann schreibt mir das mal bitte in die Videokommentare. Bei mir kommt die Map tatsächlich sehr bekannt vor. Aber der Mapcode ist nicht in meinem Verzeichnisordner, wo ich alle Videos von Maps drin habe, die ich bisher gespielt habe. Ach, hier ist doch ein Dings. Okay. Okay. Wie oft noch? Sag mal. Das mag ich auch überhaupt nicht. Wenn direkt nach so einer Eisschuhfalle eine Spike-Falle kommt. Was war das? Alter! Nein! Ich muss oben an der Decke fliegen, okay. Nein, ich darf nicht an der Decke fliegen. Ist das geil. Wir haben es geschafft. Alle guten Dinge sind drei. Und hier ist kein Checkpoint. Genau das hab ich gewusst. Jetzt muss ich das Ding alles nochmal neu machen. Warum ist hier kein Checkpoint? Wir sind durch. 150 Level und ich habe die Coins. Ich kann die Coins nicht eintauschen. Ich will die Coins eintauschen. Ich will Gold. Ich will XP. Ich will alles haben. So, einmal. Oh, wieder 1400. Nochmal. 1300. Nochmal. Nochmal 1300. Nice, nice, nice. Alle Secrets gefunden. Stehe ich hier drauf? Nein? Nein. Schade. Kann ich hier was anklicken? Ach, das ist Speedrun Mode. Nein, danke. Was gibt es zur Map zu sagen? Sie macht Spaß. Sie ist abwechslungsreich. Sie macht Spaß. Sie ist. Alter, was? Okay, die Bonus-Level haben es in sich. Die haben es in sich. Mit den XP. Die Map ist abwechslungsreich. Macht Spaß. XP-Verteilung ist richtig, richtig gut. Vor allem hier die Bonus-Level-XP haben es ja mal in sich.
Ja, ich kann die Map nur jedem weiterempfehlen. Und vor allem die Bonus-Level gerade kann ich euch nur empfehlen lassen. Ihr werdet 25 Level, bei denen man 1200 EP bekommt. Das sind bei 25, 12, 24.000... etwas über 24.000 EP nochmal als Bonus. Kann ich euch nur ans Herz legen, die auch noch zu spielen. Mapcode in der Videobeschreibung. Und wir werden jetzt noch die Bonus-Level ganz schnell spielen. Weil wir sind zügig unterwegs gerade. Das ist alles sehr, sehr nice. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Mapcodes in die Kommentare. Schreibt mir Mapcodes von irgendwelchen Random Maps in die Videokommentare, dass ich diese mal für euch spielen soll. Das ist gerade nervig. Und lasst vor allem einen Daumen nach oben da, der ist ganz wichtig für euren YouTube-Algorithmus. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, wir werden jetzt noch die Bonus-Level hier schnell spielen. Und dann schauen wir mal weiter. So. Alter, am letzten Ding hängen geblieben. Ernsthaft? Kannst du doch keinem erzählen. Juri, warum machst du das? Entschuldigung. Aber man darf sich auch mal aufregen. Oh, und ich hab's geschafft, trotz dass ich hängen geblieben bin. Ja, es war klar. Ich habe mitgekriegt, dass es da nach unten ging. Ich hätte spielen müssen. So, so. Und wir haben die Bonus-Level abgeschlossen. Gab es nochmal zum Schluss 2000 EP. Wir haben das Level ab drinne. Level 6 im Season Pass. Und ich habe bisher nur eine Runde Solo gespielt. Voll cool. Ja. Bonus-Level haben es in sich. Spielt die Map. Die lohnt sich. Ich werde sie mir abspeichern. Die werde ich mit meinen Kindern nochmal spielen, damit die auch ein paar XP kriegen. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar,